Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Pregabalin. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich versuche es kurz und knapp zu halten. Wenn Sie nähere Informationen zu Ihrem Wirkstoff haben möchten, dann schauen Sie hier unten in die Infobox. Da lege ich Ihnen den Link zu Pregabalin intensiv rein. Das ist meine Serie, in der ich noch viel vertiefter auf alle Aspekte zu Ihrem Wirkstoff eingehen werde. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ihr Wirkstoff Pregabalin hat mehrere Anwendungsgebiete, unter anderem zählt dazu die Epilepsie oder aber auch generalisierte Angststörungen oder auch neuropathische Schmerzen. Das Pregabalin wird meistens in 2 bis 3 Einzeldosen pro Tag gegeben, wobei die Dosierung von 600 Milligramm pro Tag, wenn möglich, nicht überschritten werden sollte. Am Anfang erfolgt so ein leichtes Aufdosieren. Der Körper muss langsam an den Wirkstoff gewöhnt werden und am Ende muss man unbedingt daran denken, dass der Wirkstoff nicht abrupt abgesetzt wird, sondern auch da langsam ausgeschlichen wird. Sie können die Kapseln oder auch Tropfen unabhängig vom Essen einnehmen. Das bedeutet, es ist ganz egal, ob Sie nüchtern sind oder etwas gegessen haben, wobei ich hier erwähnen möchte, dass die Nüchterneinnahme dazu führt, dass der Wirkstoff schneller ins Blut gelangt und dann auch schneller wirken kann. Wenn Sie eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, dann gleicht der Arzt die Dosierung Ihres Pregabalins an diese Nierenfunktion an, denn das Pregabalin wird nur über die Niere ausgeschieden und wenn die nicht richtig arbeitet, dann kann es natürlich dazu kommen, dass der Wirkstoff im Blut kumuliert, also ansteigt. Das Pregabalin wirkt ganz einfach gesagt hemmend auf Ihre Nerven, auf Ihre Neuronen. Und zwar gibt es im Körper 2 Gegenspieler. Es gibt einmal einen aktivierenden Botenstoff und einen hemmenden Botenstoff. Und Ihr Pregabalin wirkt so wie dieser hemmende Botenstoff. Das hat dann zur Folge, dass die Schmerzweiterleitung gedämpft wird, wodurch Sie nicht so stark die Schmerzen mehr empfinden und es auch zu einer Abnahme des Muskeltonus kommt, weshalb der Wirkstoff dann auch bei Epilepsie angewandt wird. Ihr Pregabalin kann einige Nebenwirkungen haben, weil es wirklich im ganzen Körper auf verschiedene, unterschiedliche Nerven Auswirkungen haben kann. Die häufigste Nebenwirkung, die das Pregabalin hat, ist eine Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit und auch Kopfschmerzen. Das kommt besonders am Anfang der Therapie recht häufig vor. Das betrifft wirklich mehr als jeden 10. Deshalb ist es hier wichtig zu erwähnen, dass Sie gerade am Anfang der Therapie und bei einer Dosisänderung immer darauf erstmal achten sollten, wie reagieren Sie. Sie sollten in den ersten Tagen kein Auto fahren und keine Maschinen bedienen, weil diese Nebenwirkung recht häufig auftritt und Sie erstmal schauen müssen, wie Ihr Körper darauf reagiert und wenn Sie nach einigen Tagen merken, dass Sie das Pregabalin gut vertragen, dann steht dem nichts im Wege, aber denken Sie da bitte auch immer dran, wenn die Dosis erhöht wird, dass dann natürlich diese Nebenwirkung auch wieder mehr zum Tragen kommen könnte. Ferner kann es auch zu Schwindel kommen, es kann zu den typischen Magen-Darm-Beschwerden kommen, die fast bei jedem Medikament auftreten. Dazu zählt einmal Übelkeit, schlimmstenfalls Erbrechen oder aber auch Durchfall oder aber auch ein Bauchdrücken. Es kann unter der Pregabalin-Einnahme auch zu einer Mundtrockenheit kommen. Nebenwirkungen können auch eine verminderte Libido sein und eine erektile Dysfunktion. Zusätzlich kann es auch sein, dass der Appetit etwas gesteigert ist und es dann zu Gewichtszunahme kommt. Das Pregabalin, das kann auch Ödeme hervorrufen. Es kann auch die Ursache für Krämpfe sein. Letztendlich gibt es eine ganze Bandbreite, die das Pregabalin an Nebenwirkungen haben kann. Wenn Sie jetzt merken,
haben, gerade besonders am Anfang der Therapie, es tauchen irgendwelche Symptome auf, die Sie vorher nicht kannten, dann schauen Sie doch bitte einmal in den Beipackzettel rein und schauen Sie, ob das eventuell von Ihrem Pregabalin kommen könnte. Genauso ist es aber auch wichtig, wenn Sie das Pregabalin schon über Jahre genommen haben, dass das nicht heißt, dass diese Nebenwirkungen dann wirklich absolut bei Ihnen auszuschließen sind, wenn Sie die vorher nicht hatten. Es kann immer dazu kommen, dass die Niere in ihrer Funktion ein bisschen abnimmt und dadurch die Nebenwirkung etwas zum Vorschein tritt. Letztendlich bei allen Symptomen, die Sie als Pregabalin-Patient haben, schauen Sie im Beipackzettel nach, ob das dort angegeben ist. Wenn das der Fall ist, dann besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt. Setzen Sie das Pregabalin nicht selbstständig ab. Das ist ganz wichtig. Darauf gehe ich gleich auch noch mal kurz ein. Besprechen Sie das mit dem Arzt. Schauen Sie, wie stark sind diese Nebenwirkungen? Was haben Sie für einen Nutzen von dem Pregabalin? Gehen Sie da einfach ins Gespräch, damit Sie zusammen entscheiden können, ob Sie diese Therapie einfach dann so weiterführen oder ob es vielleicht sogar eine Alternative gibt. Wenn Sie Pregabalin-Patient sind, dann sollten Sie, wenn möglich, keinen Alkohol trinken, weil das Pregabalin die Wirkung des Alkohols noch verstärken kann. Auch die Wirkung von dem Wirkstoff zum Beispiel Lorazepam kann verstärkt werden. Wenn Sie zusätzlich starke Schmerzmittel einnehmen, was ja nicht selten ist, dazu zählen die Opioide. Das sind die Schmerzmedikamente, die Sie auf diesem gelben Rezept verordnet bekommen. Dazu zählt aber zum Beispiel auch ein Tilidin oder ein Tramadol, dann sollten Sie immer gut auf Ihre Lungenfunktion achten. Unter der gleichzeitigen Einnahme kann es zu einer Unterversorgung an Sauerstoff in Ihrem Körper kommen. Es kann auch zu einer Atemdepression kommen, das bedeutet zu einer verflachten Atmung oder auch zu Atemnot. Also immer wenn Ihnen irgendwie auffällt, dass unter der Pregabalin-Einnahme die Atmung sich verändert hat, dann halten Sie bitte sehr zeitnah Rücksprache mit Ihrem Arzt, weil das Pregabalin dafür die Ursache sein kann und da möchte man nichts verschleppen, weil das auch noch andere Folgen haben könnte. Unter dem Opioid Oxycodon könnte es auch zum Beispiel zu einer Verschlechterung der Grobmotorik kommen oder aber auch zu einer Verschlechterung der Gedächtnisleistung. Seien Sie da einfach immer ein bisschen hellhörig, wenn Sie merken, dass sich da etwas ändert. Ein wichtiger Aspekt, der auch für alle Pflegekräfte, die sich das hier anhören, wichtig ist, ist der, dass es unter der Pregabalin-Einnahme zu einer erhöhten Sturzneigung kommen kann. Das liegt einmal daran, weil es ja zu einer Benommenheit oder Schläfrigkeit kommen kann. Zusätzlich kann auch das Sehen beeinträchtigt werden und es kann auch zu Bewusstlosigkeit unter der Pregabalin-Einnahme kommen. Das sind natürlich alles Gründe, die einen Sturz hervorrufen können. Das bedeutet immer, gerade bei älteren Patienten am Anfang sollte der Patient oder sollten Sie sich selber immer gut überprüfen, auch sehr vorsichtig sein, dass Sie nicht mit irgendwelchen dieser Symptome auf das Pregabalin reagieren und natürlich dann auch bei einer Dosiserhöhung immer noch mal dran denken, dass auch da diese Nebenwirkungen wieder auftreten können. Unter der Pregabalin-Einnahme ist auch von Suizidverhalten oder Suizidgedanken berichtet worden. Seien Sie da immer hellhörig, wenn es da in die Richtung geht, wenn Sie selber Patient sind und merken, dass Sie in diese Richtung vielleicht schon mal einen Gedanken gegeben haben, dass das von Ihrem Pregabalin auch hervorgerufen werden könnte. Wenn das so ist, bitte gehen Sie mit Ihrem Arzt ins Gespräch, besprechen Sie das mit ihm, weil da eventuell dann ein Wechsel nötig wäre oder vielleicht auch eine Dosisreduktion. Und ich möchte hier auch nochmal erinnern, dass Pregabalin ein Missbrauchspotenzial hat und es beim abrupten Absetzen des Pregabalins auch zu Entzugssymptomen kommen kann, wenn Sie eine geringere Dosis hatten, dann fallen die nicht so stark ins Gewicht. Aber wenn Sie über einen längeren Zeitraum recht hochdosiertes Pregabalin eingenommen haben, dann ist es wichtig, dass das Absetzen absolut langsam und ausschleichend vollzogen wird. Denn ansonsten können sich Entzugssymptome äußern, die auch eventuell auf ein Aufflammen einer zu behandelnden Erkrankung hindeuten können. Wenn Sie dazu
dazu Näheres wissen möchten, dann schauen Sie bitte in mein Video Pregabalin intensiv. Und ansonsten war es das schon von meiner Stelle. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Pregabalin ein wenig näher bringen. Ich freue mich immer sehr über einen Daumen nach oben oder auch gerne, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.